Wie angekündigt, hat Russland in der Nacht zum Mittwoch die Gaslieferungen über Nord Stream 1 nach Europa gestoppt. Das ging am Morgen aus Daten auf der Website des Europäischen Netzwerks für die Übertragungssysteme der Gasversorger hervor. Der russische Staatskonzern Gazprom hatte vor fast zwei Wochen angekündigt, dass die Pipeline geschlossen würde. Als Grund wurden turnusmäßige Wartungsarbeiten genannt. Die Schließung soll bis zum 2. September andauern. Gazprom hatte die Lieferungen nach Deutschland bereits im Juli für 10 Tage unterbrochen. Auch damals hatte das Unternehmen als Grund Wartungsarbeiten angegeben. Dieses Mal soll die Wartung einer Turbine von Siemens erfolgen, die wegen der Sanktionen des Westens nicht nach Russland geliefert werden könne. Die Bundesregierung hält diese Argumentation für technisch nicht nachvollziehbar. Deutschland ist besonders abhängig von russischem Gas und bemüht sich händeringend um andere Zulieferer. Die Entscheidung, die Lieferungen erneut zu stoppen, gab der Furcht vor Versorgungsengpässen im Winter neuen Auftrieb. Der Westen wirft Moskau bei der Energieversorgung Erpressung vor. Nach der Verhängung westlicher Sanktionen gegen Moskau wegen des Einmarschs in die Ukraine hatte Russland mehrfach seine Lieferungen reduziert. Gazprom hat nach eigenen Angaben trotz der westlichen Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs im ersten Halbjahr 2,5 Billionen Rubel erwirtschaftet. Das sind umgerechnet über 41 Milliarden Euro. Dabei soll es sich nach Angaben des russischen Staatskonzerns um einen Rekordgewinn handeln. Gleichzeitig will der Konzern eine Dividende ausschütten, die zu einem Großteil in die Staatskasse fließen würde.